Ja, dann wollen wir ja auch fahren, ne? Würde ich vorschlagen. Mit unserer Klobürstenspülung da hinten, ey. Keine Idee, was das sein soll, also... Weiß nicht. Keine Ahnung. So. 5 Minuten noch. Dennis sabbert hier. Nein, natürlich nicht. Dann geht's weiter. Aber dann ist unser Auftrag erfüllt. Ach, nach Köln. Sehr schön. So, wo sollen wir hin hier? Ach, wahrscheinlich hier in das Chemielager. Können die gleich unsere Klospülungsdings aktivieren. Komm, jetzt seh zu da. Ich will da rein. So, holen wir mal ein bisschen großzügig aus dafür. Damit man da auch durchkommt. Ja, sehr schön. So, Freunde der Sonne. So, da sind wir. Gute Arbeit. Ja, danke, danke, du. 1% Schaden. Naja, okay, das kann man natürlich durchgehen lassen. Ja, jetzt lädt er natürlich wieder. Das dauert jetzt ein Augenblickchen. Aber danach haben wir das auch. Und dann, denke ich mal, ist dann Zeit, um euch meinen anderen Mod dann mal zu zeigen, denke ich mal, wenn er dann funktioniert. So, genau, hier sind wir. Und jetzt fahren wir erstmal zum Tuning Shop. Ja, und ich habe natürlich auch, um das nochmal zu erwähnen, sorry, wenn das den ein oder anderen von euch nervt so ein bisschen, wenn ich immer so viel davon erzähle, aber ne, ihr kennt mich ja jetzt mittlerweile auch so ein bisschen und ich habe das immer nicht so mit den Infovideos. Beziehungsweise doch, ich glaube, ich habe das da sogar, ne, habe ich nicht, ich habe da über was anderes geredet. Aber egal, auf jeden Fall habe ich im Forum einen Beitrag geschrieben für Skinner, die ich... Wow. Ein Skinner, den ich suche für den ETS, der mir noch eine Fanlackierung machen würde. Ja, wenn der sich da einfach mal melden könnte, das wäre wirklich nice. Wäre richtig cool. Könnten wir mal so ein bisschen quatschen und so. So, ja, aber das... Nee, das wäre doch ganz, ganz cool. So, jetzt, ja, wir sind jetzt hier. Sehr schön und, jetzt kann ich ja mal gucken, ob das funktioniert hat. Warum nicht? Verdammt. Warum geht denn das nicht? Das ist doch scheiße, komm, ey. Was soll denn das? Warum wollt ihr mich denn hier verarschen, hä? Finde ich nicht nett. Nee, die haben wir ja extra weggelassen, damit man das da sieht. Och, kommt, ey, das ist nicht cool. Alter, nee, das nervt mich jetzt so ein bisschen, weißt du? Beziehungsweise, nee, warte mal. Toll, Level 12. Ja, dann wird das wahrscheinlich erst ab Level 12 gehen, denke ich mal. Also, was ich geplant hatte, war folgendes. Ich hatte mir einen Mod reingetan für ein Umleuchten, mehrere. Und, aber leider sieht man den jetzt hier nicht. Was natürlich schade ist, aber naja. Müssen wir mit leben. Oh, guck mal. Oh, guck mal. 0, 0, 0, 0, 0. Alles gut, alles grün. Sehr schön. Haben wir es denn doch mal gepackt, hä? Krass. So, wir könnten uns natürlich hier nochmal so eine neue Farblackierung machen, aber... Hey, sieht eigentlich nicht schlecht aus. Nee, 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 aber was wollen wir ja nicht, weil dann ist ja mein Dings weg. So, Freunde. Passt auf, wir machen jetzt folgendes. Wir gehen jetzt hier hin. Gehen hier hin und gehen... ach, da sind wir ja noch. Mhm. Ja, komm, den nehmen wir schnell, bevor er weg ist. Komm, 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 komm. Schnell Rückwärtsgang rein, prügeln hier. Rückwärts, vorwärts. Vorwärts, vor... Hallo. Vorwärts.
So, irgendwie. Alter, der will mich trollen. So. Ich hab gesagt, schnell, bevor der weg ist und nicht langsam, bis er weg ist. So. Da ist frei, sehr schön. So, und dann holen wir uns den jetzt mal schnell hier. Komm, mach grün. Ich will nicht anhalten müssen. Alter, die Bremse ist auch so übelst abgefuckt. So, komm, seh zu. In die Puschen mit dir. Ups, ich sollte auch hochschalten anstatt runter. Ja, 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 ist ja gut. Komm, mein Fehler. Kommt auch mal vor. Nobody is perfect. Aber. Komm, da kommen wir noch rüber. So. Das muss. Schnell auf die andere Seite einsortieren, damit wir gleich da rüberkommen. So. Jetzt wollen wir hier mal eben rein. Boah, Alter, die Bremse, die geht mir an den. Auf den Sack. So. Bam. So, nehmen wir. Schnell, bevor er weg ist. So, ich bin jetzt mal gespannt, was das für ein Riesenvogel ist. Weil das sehen wir ja jetzt gleich. Vor allem auch aus dieser Ecke, wie wir den da rauskriegen sollen. Also das ist natürlich so eine heiße Nummer. Ja, genau. Warum denn auch nicht? Alter. Ohne Witz. Wie sollen wir das denn machen? Das wird ja geil. Freunde, stellt euch auf eine lustige Fahrt mit mir ein. Vor allem, ey, der LKW, der packt das doch gar nicht mal. Diese scheiß Kacke hier. Ich will bremsen, nur der rollt immer weiter. Ich weiß nicht, da ist irgendwas kaputt. Irgendwas ist da faul. So, aber wir müssen ja jetzt, ich weiß nicht, welche Taste das war. 2 war das nicht. 3 war das auch nicht. 4. Ja, 4 war's. Rundum leuchten. Fernlicht, Abblendlicht, Standlicht, Abblendlicht. Das und das. Das muss alles rein, das muss alles an, das muss alles brennen und leuchten. So. Dann können wir uns ja mal auf unsere Tour machen. Alter, ey, ist das ein Dixi-Klo oder was? Ist das hier das Anbauteil von unserem Dings? So, auf jeden Fall. Das passt doch gar nicht hier drunter durch. Der wollte mich doch verarschen. Das passt doch gar nicht. Ey. Wie soll das denn gehen? Scheißegal, einfach fahren, aber was soll denn das? Auch wenn das nicht passt. Das heizen wir jetzt einmal hier durch die Decke durch und dann läuft das. So. Na, ja, das wird natürlich lustig. So, aber bevor wir uns natürlich auf die Straße begeben, halte ich hier mal kurz und guck mal eben, wie lange ich aufgenommen habe bis jetzt und bin gleich wieder da. Lauf nicht weg, ich bin gleich wieder da. Bis gleich, ciao. Ja, Mensch, weiter geht's mit unserem, ja, brutalen Gefährt. So, jetzt müssen wir natürlich mal ein bisschen aufpassen hier. Ah, genau, komm, die Schranke, die nehmen wir mit. Die ist ja eh nicht so wichtig. Alter, scheiße, Mann, ist das groß. Hoppala. Aber komm, ohne Witz. Da kommen wir doch durch nirgendeine Brücke durch. Durch keine. Das geht doch nicht. Guck dir das nochmal an hier. Ich glaube, das ist irgend so ein großer Wassertank oder so. Guck. Ah doch, hier kommen wir anscheinend noch durch. Glück gehabt, würde ich mal sagen. Alter Schwede. Das geht gar nicht. So, mal gerade einen Schluck genommen. So, jetzt geht das hier aber mal wieder richtig los. Ich hatte ja
ja, gerade eine kurze Pause gehabt, dadurch, dass ich LS die ganze Zeit aufgenommen hatte und ja, meine Stimme dann doch so ein bisschen, ja, angekracht war, deswegen musste ich die ganze Zeit ein bisschen machen. Na, und jetzt sollte das hoffentlich wieder okay sein. Und diese Bremse, die geht mir auch auf den Keks hier. Oh, komm, mach grün, ja, die Kiste. Damit wir da rüberkommen. Kommen können. So, komm, seh zu. Guck, da rollt er wieder. Ich weiß nicht, was da abgeht. Guck, ich mach gar nichts, Alter. Junge, verarsch. Warum rollt denn der? Ey, hör auf zu rollen. Ich rolle und ich kann nichts machen. Das ist scheiße. Ey. Hallo. Alter. Fahrbremse gezogen, Leertaste. Alter. Nein. Ich kann nichts machen, Freunde. Und mein Anhänger gibt gleich um. Doch jetzt. Boah, ey, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwas ist da wirklich im Eimer. Boah, ey. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich bremse, aber ich kann nichts. Ich kann nichts machen. Alter, das wäre ja auch mal so ein Albtraum, ey, wenn so ein riesen Gefährt so rückwärts auf dich rüberrollt oder über dein Auto rollt, du da noch zufällig drin sitzt. Nee, das will ich auch nicht erleben. Das geht ja auch gar nicht, ey. Das wäre ja so. Nee, allein wenn man drüber nachdenkt. Wenn man so ein riesen Gefährt da so kommt, was auch immer hier das ist. 15 Tonnen, naja, okay, aber trotzdem, ich meine, hallo. Das wird so dermaßen wehtun, wenn du dann überhaupt noch was spürst, ne? Eieiei, so. Bisschen abbremsen. So. Ja, warum die Dings jetzt nicht gehen, das ärgert mich ja so ein bisschen. Wahrscheinlich müssen wir da wirklich erst noch Level 12 erreichen, damit wir das oben raufhauen können oder so. Keine Ahnung. Aber wir sind ja bald da am Level 12. Deswegen geht das. So, jetzt will ich ja mal gucken, auch wenn das gerade ein bisschen laut ist in meinen Ohren, aber ob ich hier durchkomme. Ja, genau. Vollkommen. Das geht natürlich. So. Ja. Was gibt's zu erzählen? Also, ja, hier war es die ganze Zeit sonnig. Ne? So hier, wo ich jetzt gerade sitze. Nicht auf meinem Stuhl, aber draußen. Schön immer 20, 22 Grad gehabt. Und jetzt heute ist da mal wieder nichts. Da haben wir wieder 10 oder so voller Temperatursturz. Ja, und hier fängt es jetzt, glaube ich, auch gleich an zu regnen. Also im Game jetzt. Und ja, aber es ist ja ein wenig windig, aber ist ganz okay. Es ist natürlich perfekte Zeit, dadurch, dass ich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit sowieso habe, auch wenn es immer noch was dazwischen kommt. Aber perfekte Zeit, um einfach auch aufnehmen zu können, mal einen ganzen Schwung und so. Ich glaube, ich habe jetzt 6 Folgen Landwirtschaftssimulator aufgenommen gehabt, heute Morgen. Und ja, jetzt halt ETS und dann noch Minecraft irgendwann noch dazu. Ja, da habe ich noch ein paar. Und ja, aber das ist ganz cool eigentlich. Also das ist natürlich eine gute Gelegenheit auch, weil es halt nicht so warm ist. Die letzten Tage hatte ich nicht so viel Bock, weil das halt auch so warm war. Und ich dachte einfach, naja, das musst du jetzt ausnutzen. Das kannst jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit drinnen sitzen vorm PC und so. Und deswegen ist auch leider noch ein oder zwei Folgen Landwirtschaft ausgefallen und ich glaube auch eine Folge ETS, aber sorry dafür, aber man kann tolle Wars. Man kann natürlich auch nicht alles haben und ich glaube, wenn man hat auch so ein bisschen Verständnis dafür, wenn dann halt mal schönes Wetter ist, ich meine, ihr hängt ja auch nicht 24/7 vorm Rechner, ne, auch wenn ihr das natürlich gerne gucken wollt oder so, aber trotzdem ist da natürlich ein